Hallo zusammen und willkommen. Süßer Zimt und saure Zitrone, dass sich diese Kombination ideal ergänzt, wussten schon unsere Großmütter. Heute ist es vielen Menschen nicht mehr bekannt und sie wenden Zitronen und Zimt separat an. Doch zusammen wirken sie wirklich Wunder. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Sauer macht lustig, diesen Spruch kennt man. Die Zitrusfrucht wird gerne als Zutat im Tee verwendet oder als purer Vitaminspender. Zimt wirkt unter anderem antibakteriell. Beide Naturheilmittel sind nicht nur ein Vitaminbooster, sondern wirken auch in vielen anderen Situationen. Nummer 1: Ein Zitronensirup mit Zimt lindert Husten. In der Erkältungszeit kannst du Husten und Co. mit einem reichhaltigen Zitronensirup lindern. Dazu bedarf es einer unbehandelten Zitrone, einem Esslöffel Honig und einem Teelöffel Zimtpulver. Am besten ist hier echter Ceylon-Zimt. Die Zitrone auspressen und Saft mit dem süßen Honig und Zimtpulver vermischen. Den Hustensirup dann langsam löffeln. Zitronen wirken entzündungshemmend und haben eine reinigende Wirkung. Zimt kommt als Booster gegen Viren oder Bakterien hinzu. Nummer 2: Mit Zimt und Zitrone abnehmen. Abnehmen kann einfach sein, wenn du auf die richtigen Mittel setzt. Zimt reguliert nämlich den Blutzuckerspiegel. Kohlenhydrate können durch den Verzehr des Gewürzes besser in Energie umgewandelt werden. Bei der täglichen Einnahme von Zimt verbrennt dein Körper mehr Fett. Du benötigst 50 ml Zitronensaft, eine Zimtstange, 250 ml Wasser und 7 Gramm Honig. Diesen Mix nimmst du circa eine halbe Stunde nach der Mahlzeit ein, sodass der Körper mit dem Heilmittel beim Abnehmen unterstützt wird. Die Verdauung wird hier dann gezielt angekurbelt. Nummer 3: Ein Detox-Wasser mit Zimt und Zitrone. Ob heiß oder kalt, dieses Getränk kannst du ganzjährig genießen und dabei entgiften. Aus Zitrone, Apfel und Zimt wird ein Detox-Wasser gemischt. Ein Liter Wasser wird für dieses Rezept erwärmt. Kleine Apfelstücke mit einer Zimtstange kommen in den Wasserkrug. Darauf schüttest du das warme Wasser. Nach 10-minütiger Abkühlzeit kannst du den Krug kalt stellen. 2 Stunden später gibst du ausgepressten Zitronensaft hinzu. Und nun cheers! Besonders entschlackend wirkt das Zitronenzimtwasser morgens auf nüchternen Magen. Nummer 4: Schöne Haut mit kraftvollen Mitteln. Einen reinen Tönn wünschen sich nicht nur Frauen, auch Männer können Zitronen und Zimt auf Gesicht oder andere Hautpartien auftragen. Und so erzielen sie ein ebenmäßiges Hautbild. Zitronensaft hilft zum Beispiel, Flecken oder Aknemale zu minimieren. Zimt kann bei kleinen Pickeln angewendet werden. Das Hausmittel sollte jeden Abend aufgetragen werden. Dazu mischst du einen Teelöffel Zimt und einen Esslöffel Zitronensaft. Mit einem Wattepad streichst du das Hausmittel auf die betroffenen Stellen. Nach 5-minütiger Einwirkzeit das Gesicht gründlich waschen. Nummer 5: Gelenkschmerzen lindern. Mit einer Mischung aus Zitrusfrucht und Gewürzen lassen sich auch Gelenkschmerzen wie Arthrose in den Händen lindern. Entweder schmiert man die betroffenen Gelenke ein oder trinkt Zitronentee mit Zimt. Das regelmäßige Trinken des Tees macht deinen Körper wieder geschmeidiger. Unser kurzes Fazit: Zitrone und Zimt sind vereinte Kräfte. Die Zitrusfrucht entgiftet, enthält viele Vitamine und ersetzt somit jedes Nahrungsergänzungsmittel. Bei regelmäßiger Einnahme der sauren Frucht wird das Immunsystem gestärkt und die Verdauung gefördert. Zimt wirkt antibakteriell und kann sogar Krebs vorbeugen. In Kombination entfalten beide Zutaten ihre volle Kraft. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.